Hallo meine lieben Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel des 35. Spieltags zwischen dem FSV 63 Luckenwalde und FSV Union Fürstenwalde. Endstand 1:2, Glückwunsch an die Gäste für den Sieg vor 314 Zuschauern. Die Luckenwalde sind sicherlich erwartungsvoll in dieses Spiel gegangen, mussten aber sicherlich nach der Leistung in der zweiten Halbzeit oder nach der Steigung der Fürstenwalde in der zweiten Halbzeit anerkennen, dass dieser Sieg durchaus verdient war. Neben mir haben Platz genommen Kenny Fraune vom FSV Union Fürstenwalde und Micha Braune vom FSV Luckenwalde. Kenny, du hast als Gast das erste Wort. Wie hast du das Spiel gesehen? Schönen Tag. Ja, wir haben das Spiel gesehen, also ich habe meiner Mannschaft nach dem Spiel sofort gratuliert, weil wir haben für mich eine komplette Leistung gehabt heute. Ich denke, dass wir auch so vielleicht die ersten 10 Minuten, Viertelstunde in der ersten Halbzeit, wo wir ein paar Möglichkeiten weggeben, wo wir ein paar Schüsse aufs Tor bekommen, die für uns, Gott sei Dank, für uns neben das Tor landen. Aber danach hätten wir eigentlich unseren Spielplan durchsetzen können, wenn wir das auf den Platz bringen können, auch in der ersten Halbzeit schon. Wir wussten oder wir haben gehofft, dass Luckenwalde so wie immer mit einer Dreierkette den Spielaufbau hat und dann weißt du, dass du im Umschalten Möglichkeiten hast. Und das ist aufgegangen. Leider machen wir einen kleinen Fehler oder macht einen kleinen Fehler. Aber ja, das hat uns nie aus der Ruhe gebracht diesmal. Also, und von daher war ich sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit haben wir etwas umgestellt, weil ich noch etwas mehr Druck nach vorne bringen wollte und auch taktisch etwas anders stehen. Und das haben wir hervorragend gemacht, wo wir dann durch die Räume, die dann anders entstanden sind, die zwei Tore ziehen. Danke, Kenny. Ja, Micha, wir jammern ja auf hohem Niveau und trotzdem schmerzt diese heute wieder. Sicherlich war das durchaus das eine oder andere Ziel. Wie schätzt du das heute Spiel ein? Vorneweg Glückwunsch an Fürstenwalde, an die Kollegen. Der Kollege hat schon viel richtig gesagt. Wir wollten auf jeden Fall heute hier die 50 Punkte voll machen. Ob das jetzt Jammern auf hohem Niveau ist, ich sage nein, weil meine Mannschaft in der Lage ist, sogar noch 10, 15 Punkte mehr zu holen. Da haben wir schon relativ viel abgeschenkt, meiner Meinung nach. Zum Spiel kann man es eigentlich kurz machen. Wir waren heute mental, körperlich nicht in der Lage, Fürstenwalde auf Augenhöhe zu begegnen und deswegen haben wir das Spiel verloren. Uns war klar, die Vorbereitung auf Fürstenwalde und meiner Mannschaft war das auch klar, per Video, per Vorstellung, dass wir natürlich relativ früh Druck bekommen. Da hat man natürlich eine Lösung dagegen, das haben wir aber nicht richtig hinbekommen. Ich glaube, wir kriegen dann, ich sage jetzt mal ein Geschenk zum Elfmeter. Das macht auch ein gutes Hellwachtor, kommt ein bisschen spät raus, gehen wir 1:0 in Führung. Und das war eigentlich ein Geschenk zur Halbzeit, dass wir 1:0 führen. Weil da hatten wir schon oder hätten auch schon Tore bekommen können. Wir hatten auch ein paar Halbchancen, aber ich glaube, es war ein verteiltes Spiel. Zweite Halbzeit mit der Umstellung dachte ich, dass jetzt Fürstenwalde mit der Dreierkette vielleicht besser zu uns passt. Aber dann macht man natürlich taktische Fehler. Haben auf den Ball laufen Konter, halten einfach die Höhe, alle drei in der Dreierkette bleiben einfach stehen, kommt ein Steckpass und dann absolut taktischer Fehler. Beim 2:1 Einwurf, logischerweise bist du dann in Überzahl auf dem Feld. Kriegen sich verteidigt und dann haben wir es einfach auch nicht verdient, heute zu gewinnen. Die Gründe liegen aber nicht im technisch-taktischen Bereich, sondern eigentlich in der Mentalität und dafür ist jeder Spieler selber verantwortlich. Dafür übernehme ich persönlich auch keine Verantwortung. Ansonsten wünsche ich Fürstenwalde alles Gute. Ich kann auch begründen, warum, weil in Vorbereitung auf dieses Spiel hat man gesehen, dass Fürstenwalde eine von den wenigen Mannschaften ist, vielleicht die einzige da unten drin, die wirklich einen Plan verfolgt, ob mit oder gegen Ball, war auch eigentlich spannend da jetzt als Trainer ein, zwei Sachen zu entwickeln. Schade, dass wir halt von einer geistigen Frische, Mentalität und so weiter nicht voll da wären. Sonst wäre man sicherlich ein besserer Partner gewesen. Ich wünsche dir fürs Weile alles Gute. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr nochmal. Danke. Danke, Micha, für deine schonungslosen Worte. Alles okay. Hast du Fragen, Nessie? Erstmal nicht. Wenn das nicht der Fall ist, wünsche ich allen trotzdem ein schönes Wochenende. Vielen vielleicht noch. Den Besuch bei der zweiten jetzt gleich um 17 Uhr am Sportplatz Bauer Tor. Unseren Gästen alles Gute für die letzten drei Spiele, das ist schwer genug. Und uns vielleicht doch noch die Möglichkeit bei den drei starken Gegnern, vielleicht kannst du dein Ziel doch noch
wie taten wir das nicht auch um die 50 Kilometer holen. Schönes Wochenende. Tschüss.